So Leute, wir sind wieder da im tiefsten Winter. Machen wir uns nun auf den Weg hier zurück zu der Stelle im Wendelberg. Wo, ja, in den Mittelraum, damit wir uns nach oben fühlen können. Wir sehen schon der Petsdief. Schon als relativ klare Andeutung. Wir finden uns nun im Winter, Leute. Also, herzlich willkommen zurück bei Pokémon. Scheiße Edition. Und, oh. Dann werde ich wohl den anderen Weg gehen müssen. Dann bis gleich. Also, Leute, nur mal als Einblick, wie das hier im Winter ausschaut. Ihr seht's ja, relativ krass der Unterschied. Also, und hier ist auch ein Sisu-Kids im Winter. Das hatte ich gar nicht so krass in Erinnerung. Gut, da, es liegt zwar kein Eis, aber dennoch merkt man da einen großen Unterschied, was, Winter-Sommer angeht, beziehungsweise Winter-Sommer-Frühling und das ganze weitere. Nein, ich weiß nicht, warum ich halt Irrlicht ausgewählt habe. War irgendwie ein technischer Fehler auf meiner Seite. Entschuldigt, bitte. Ja, einfach nur so zum Einblick. Und ja, dann geht's jetzt in den Wendelberg. Hier haben wir schon die ersten Schneespuren. Und dann kommen wir hoffentlich möglichst schnell zu der, zum mittleren Raum. Und vielleicht können wir ja, bis wir da sind, dieses Mal die Frage des Parts klären. Und zwar, ich habe euch schon mal gefragt, wie viele CDs ihr hattet. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Videospiele ihr insgesamt bei euch habt. Also, ich habe, wartet. Muss ich mich hier erstmal umgucken, Item Radar. Ich habe schon so nahe an den 100 dran. Sehr, sehr viele NES-Spiele, SNES-Spiele und das ganze Zeug, was daran kommt, habe ich, glaube ich, 124 gezählt. Also durchaus eine beträchtliche Anzahl. Und ja, jetzt seid ihr dran. Zählt mal nach, wie viele Videospiele ihr habt und postet diese Anzahl einfach. Würde mich interessieren, es zählt eigentlich prinzipiell alles von Sega Genesis bis zur Wii U, alles zählt. Ja gut, Wii U vielleicht eher weniger, weil es existiert noch nicht, aber man kann ja schon die Spiele vorbestellt haben. Und so, jetzt sind wir hier drin. Sieht lustig aus hier, oder? Also ich finde, sieht lustig aus. Aber ja, schreibt mir einfach eure Kommentare. Ich freue mich da auf Rückmeldung. So, was gibt's hier sonst noch? Okay, hier ist ein Eingang. Kann mich gar nicht dran erinnern. Ist hier sonst alles geregelt? Jo, sieht so aus. Gut, wo komme ich denn da hin? War ich hier schon einmal? Also ich rede mal mit dem, ja, Bauarbeiter. Wenn ja, dann gehe ich sofort raus. Und dann ist mein nächster als Stratos City, wo ich dann meine Milzer finalerweise einen Namen geben werde. In your face. What? Belebt. Das hat mich jetzt schon wirklich, wirklich richtig überrascht, dass der das überlebt. Schon mit dir geredet? Danke. Wegen dir ist jetzt mein Sand weg. Egal. Gut, draußen müsste man ja ohne Probleme fliegen können. Jo, natürlich kann man das. Also, jetzt kommt Nevaio City, das auch interessant im Winter aussieht. Ich werde danach übrigens wieder auf Sommer stellen, jetzt aber, weil ich nicht meinen Kalender ewig lang falsch gestellt haben möchte. Ist ein bisschen blöd, vor allem, ja, mit Skype, YouTube und allem. Da gibt er dann immer falsche Daten an. Und das ist dann sehr umständlich. Aber hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen was mit dem Schnee erkunden. Okay. Aber es sieht natürlich schon richtig geil aus, um wieder zu spielen. Also, sobald hier in Echtzeit August ist, läuft diese LP hoffentlich noch. Dann werde ich da auch ein paar Sachen machen können. So, aber mein Eindruck war doch davor so fleißig. Was ist jetzt mit ihm geschehen? Oh. Ja, aber Moment. Ich komme da ja trotzdem nicht hin. Leicht irritiert. Okay, aber da komme ich hin. Mädels, Jungs, Mädels, lasst mich. Lasst mich. Zunächst haben wir hier ein Sonderbonbon. Suchen wir nach dem anderen. Das wahrscheinlich hier unten ist. Jo, ein Top-Trank. Wie ich jetzt allerdings von hier zu der anderen Seite komme, weiß ich. Die könnt ihr mir ja in den Kommentaren beantworten.
wie ich von hier zur anderen Seite komme. Das ist mir ab. Oh, wobei. Da muss ich da irgendwie von der anderen Seite kommen. Also ihr könnt mir da ja mal Tipps geben, wie es weitergeht. Yay, ich rutsche auf dem Eis, episch. Okay, nächster Halt nun. Stratos City im Winter. Genau, ich könnte euch vielleicht an dem Part einfach mal einen Rundflug geben, wie alles denn so im Winter ausschaut. Okay, das sieht absolut gleich aus. Enttäuschend. Gut. Ich gehe jetzt zu dem Typ, dem Namensbewerter. Komm, Fahrrad. Einfach mal an. Und rödel los. Rödeli, rödele. Ich komme. Der müsste hier sein. Irre ich mich da? Ja. Es war eins daneben. Verdammt. Jetzt aber. What? Ach nee. Lass mich doch nicht so failen, Leute, bitte. Ja, komm hier doch rein, Junge. Okay, da ist er. Ja, denn das Namensorakel. Und zwar von Ihre. Ja, wir möchten ihr einen besseren Namen verpassen. Einen weiblichen Namen, den ich noch nicht habe. Nun, wie wäre es mit Das passt jetzt natürlich nicht hin. Also das soll Adventshipperin ausdrücken. Ich hoffe, das ist ersichtlich, dass ich hier Adventshipperin meine. Ein sehr nette Abonnentin, die viele Videos geschaut hat, viel kommentiert hat, immer fleißig dabei ist. Das ist die Belohnung. Leider kann ich denen das nicht gut ausschreiben. Okay, genau, was ich auch noch machen möchte. Avenitia habe ich vergessen. Da muss ich auch noch hin zurück. Denn da gibt es eine Sache. Okay, also hier merkt man echt überhaupt nicht, dass Winter ist irgendwie. Mit Professor Esche reden. Soll ich mir mal ansehen, wie es dein Pokédex so bestellt ist? Sian, du hast 99 Pokémon in der Esche-Region entdeckt. 99, ey. Die Seine des Pokédex sind schon sehr beachtlich gefüllt. Wenn du dann blätterst, weckt das Seth sicher viele schöne Erinnerungen. So wie es aussieht, bist du fleißig dabei, möglichst vielen Pokémon zu begegnen. So viel Ausdauer muss unterstützt und belohnt werden. Hilde, das ist für dich. TM54 Trugschlag. Trugschlag ist eine gut ausbalancierte Attacke. Sie wird beim Fangen von Pokémon ganz hervorragende Dienste erweisen. So viel steht fest. Da hat sie absolut recht. Denn bei Trugschlag bleibt nur ein einziges KP übrig. Also es bleibt immer ein einziges KP übrig. Das ist natürlich sehr gut zu fangen. Das hier kannst du ruhig auch mal ausprobieren. Schutzschild. Schutzschild ist eine Attacke, die gänzlich verhindert, dass man von Attacken getroffen wird. Man muss jedoch hinzufügen, dass gewisse Attacken wie Offenlegung ihre Wirkung dennoch nicht verfehlen. Immer schön am Ball bleiben. Was, das war's schon? Echt? Das war's schon? Ich guck nochmal. Okay, das war's wirklich. Okay, egal. Eine Sache können wir noch machen, danach geht's endlich in der Story weiter. Und zwar kennen wir hier zurück. Septerna City. Und gehen an einen Ort zurück, wo wir schon mal waren. Diesmal aber mit einem anderen Ziel. Ja, ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Falls nicht, werde ich die Spannung aufrechterhalten. Ja gut, dann fahren wir hier mal weiter. Also hierin, okay, die Farben sehen hier im Winter leicht anders aus. Und natürlich der Boden, aber ansonsten... Ja gut, also was echt gut gemacht ist, ist das Gras. Das wirkt wirklich vereist. Das ist super hingekriegt, muss man sagen. Aber Schnee liegt halt doch nur weiter im Norden, merkwürdigerweise. Naja, in your face und ciao. Das wundert mich, aber als ich hier das erste Mal war, ist hier so überhaupt nichts aufgetaucht. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass die Level ziemlich niedrig sind. Das wundert mich, wie gesagt, wirklich. Weil, wie gesagt, als ich das erste Mal hier war, nichts. Kein stärkeres Pokémon zu sehen. Ah, zwei. Polikon und Rollum. Und ja, viel Spaß jetzt zwei, ne? Viel Spaß. Also.
was soll denn der einsetzen? Gut, der muss auch Stärke geben, weil seine beiden Stab-Attacks nicht, sondern nicht. Och nee. Das hast du jetzt nicht im Ernst getan. Mann, oh Mann, oh Mann. Ah, na gut, ey. Wenn wir das jetzt nochmal, er wird es, glaube ich, nicht ein zweites Mal in Folge machen. Das sollte dann auch. Langweilt euch Gegner nicht auch, die so kämpfen? Das wäre mal eine Idee für die nächste Frage des Parts. Das werde ich mir im Hinterkopf bemerken. Weil, ja, es ist einfach lame. Okay, sie haben endlich genug. Und Rollum geht schon mal down. Gut, der hat spezielle EP und ja, Sabreda hält fast nichts. Und Volikon ist weg. Naja, gut. Nein! Ah, Lilminip. Gut, die waren damals noch bedrohlich, als ich nur Jacob, also nur mein Wasser-Pokémon hatte und sonst nichts. Mittlerweile ist das gar kein Ding mehr. Domi, Fong und Flug und das war's. Tschüss. Lass dich nie wieder blicken. So, ihr seht, die Steine sind weg. Was offenbart sich da? Es ist das zweite legendäre Pokémon, Viridium. Wir haben ja schon mal eins gefangen. Nämlich Terrakium. Nee. Quatsch. Bin ich jetzt komplett blöd oder warum ist mir der Name entfallen von dem Pokémon? Okay, sorry. Ich pausiere mal kurz. So, der Emulator hat gerade gesponnen ohne Ende. Also, gegen Terrakium. Und unser legendäres hier haben wir ja schon. Kobalium. Mir ist der Name einfach nicht eingefallen. Ich habe keine Ahnung warum. Okay, der richtige ist vorne, nämlich Dobby. Und dann werden wir ihn jetzt schwächen. Und einfangen. Yippie! Die Schweinewurz hat nicht so oft gepauscht wie letztes Mal, aber das braucht es auch nicht. Wir gegen Viridium. Und ja, mal gucken, wie wir das hinbekommen. Also zunächst Funkenflug. Das sollte ihm nicht so viel ausmachen. Sanctoklinge ist natürlich komplett immun gegen Text. Das hat er auch. Und das hat einen fantastischen Schaden gemacht. Nicht ganz im roten Bereich, aber das brauche ich auch nicht. So. Nein. Und nun der Flottball, bitte. Da es Abend ist, wird auch der Finsterball wirken. Es ist nicht Tag, also es ist keine Höhle, aber da es Abend ist, wirkt auch der Finsterball. Das ist das genial. Einfach mal bis zum Abend warten, da kann man abgehen. So, das wird jetzt öfters versuchen, mir so eine KP abzusaugen. Das werde ich nicht zulassen. Wir sind hier wieder 50 Finsterbälle, weil ich eben gegen Kobalium diesen einen Flottball nur gebraucht habe. Dennoch ist so die Dramaturgie, die ich euch gezeigt habe, bei diesem Fang nicht mildern. Die werden hier original erhalten bleiben. Weil, ja, ich eben aber schon auf Wesen achten muss, wenn ich Pokémon ins Team tue. Aber da kann ich euch halt auch nicht immer den jeden einzelnen Fang zeigen, weil irgendwann wäre es dann mal, ja, weil das Commenting relativ scheiße. Also, bedenkt, wie lange so ein Fang dauern kann. Daher gut, okay, mich überrascht gerade, dass diese Finsterbälle so gar nicht zu wirken scheinen, aber es ist doch Abend. Ich meine, es ist 19 Uhr. Das sind ja, wird ja wohl schon als Abend sehen, oder? Ich bin gerade leicht verunsichert deswegen. Weil, ja, sich irgendwie nichts in der Richtung tut. Probieren wir das nochmal. Okay. Immer hat er einmal gewackelt. Es kann auch einfach sein, dass er rauskommt, weil er einfach schwer zu fangen ist. Da würde ich jetzt halt unsicher, weil es ist halt keine Höhle. Deswegen. Na. Bisher relativ. Ja. Nervig, dieses Pokémon. Ich weiß nicht, ob ich es mal mit Würde probieren soll. Ich mach's einfach mal. Und wohl nicht zu viel wegmachen. Okay. Das ist ein guter Schaden. Und nächster Finsterball. Dafür habe ich die Dinger ja gekauft, ne? Eins. Ah. Okay, der stellt sich ja so die härtere Herausforderung an ins Kobalium. Aber es freut mich, weil es gegen Kobalium fand ich was. Ja, gut, vorbei. Ein bisschen hat es immerhin gedauert. Aber es war schon relativ einfach. Es wäre. Gut, ich glaube, ich wäre fast Depri gewesen, wäre da gleich mit einem Ding beim Flottball drin gewesen, weil es ja komplett langweilig gewesen. Da hätte ich ja gar keinen Kampf gehabt, da keine Herausforderung, aber
jetzt wackelt er mir schon ein bisschen zu wenig, wenn ich ehrlich bin. Wir haben ja noch Zeit. Finsterball, der nächste. What the hell? Ist aber echt sehr, sehr engstirnig. Und ja, seine Sanctum-Klinge bringt ihn nicht sehr viel weiter. Übrigens, er hat Gigasaug eingesetzt. Diese Attacke wurde in dieser Generation verstärkt auf 75. Wir haben sie gleich einen Status als TM. Weil das schon wirklich ein Killer ist. 75 Stärke und 50% kommt ja einige Gesundheit wieder zugute. Da ist jetzt nur noch ganz wenigen Pokémon vorbehalten, die diese Attacke lernen. Und Heiligsblechle. Normal. Was? Ein vierfacher Schaden. Da wird's ja wohl nicht. Vierfacher Fangschuss. Da wird's ja wohl nicht allzu schwierig sein, einfach mal eine Sekunde im Wald drin zu bleiben, oder? Boah, ey. Ja, Heimzahlung. Ich gebe dir auch gleich Heimzahlung, du. Da bist schon 15 Bälle verschwendet. Hat nicht mehr als einmal gewartet. Ich frage mich, muss es wirklich später als 19 Uhr sein, damit das wirkt? Ich habe es irgendwie langsam im Gefühl, so irgendwie. Weil da passiert ja wirklich gar nichts. Okay, jetzt. Ich meine, bei Kobalion hat es auch ein bisschen gedauert, aber das war nicht so krass wie hier. Aber gut, Viridium kann mir hier fast nichts anhaben. Insofern ist es jetzt nicht so schlimm, aber trotzdem. Und da kommt es ein Gigasauger. Ja, okay. Puh, soll ich es lieber in der anderen Ball probieren? Aber so viele Möglichkeiten habe ich nicht mehr. Nee, eigentlich habe ich kaum noch Möglichkeiten. Ich werfe jetzt mal den da. Wenn das nichts bringt, dann werde ich mal gucken, ob ich irgendwas anderes zum Werfen habe. Aber eigentlich, wow. Ist das das widerspenstigste Viridium, was ich seit langem getroffen habe. Also. Was habe ich denn überhaupt noch? Timerball habe ich ein paar. Netzball. Ja gut, der ist kein Käfer-Pokémon. Wir haben mal Premierball. Boah. Ja, gut. Nein. Ach komm. Ich krieg diese Tasche irgendwie nicht. So, jetzt. Ja, gut, Leute. Das ist jetzt aber auch genug. Ich muss jetzt diesen Papa cutten, der wird ja überlang. Also, soll euch der Part gefallen haben, freue mich immer über einen Daumen hoch. Falls nicht, halt einen Daumen runter. Und im nächsten werden wir weiter versuchen, dieses widerspinstige Viridium zu fangen. Ich freue mich auf euch. Und ja, bis dann.